Wie wär's mit einer Schönheitskur jetzt in der Fastenzeit? Eine Diät oder ein bisschen mehr Bewegung würden auch ein Beitrag sein für eine bessere Figur und eine schönere Haut. Ich denke, auch wir Männer sind gerne schön oder cool, wie wir es gerne nennen. Dabei bin ich überzeugt, wirkliche Schönheit hat etwas mit der inneren Haltung des Menschen zu tun. Es macht einen Unterschied, ob jemand eine feindselige Grundhaltung hat oder ob jemand friedfertig ist. Ich denke da an einen ganz besonders schönen Menschen, von dem die Bibel berichtet. Es ist Jesus. Mir scheint, seine Schönheit hat vor allem eine Grundlage und es ist die innere Erfahrung von Jesus. Ich bin von Gott, meinem Vater im Himmel, immer geliebt. Ich wünsche uns, dass wir etwas von seiner Erfahrung machen und dass wir so Schönheit erfahren. Und deshalb möchte ich Jesus bitten, Jesus, hilf uns allen, dass wir ähnlich wie du erfahren, ich bin immer geliebt von Gott, meinem Vater im Himmel. Ich bin überzeugt, dann werden wir wie du schöner sein und wir werden wie die Sonne strahlen.